Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht heute um die Clique-Tipps. Ich mache sie nach 2 Wochen jetzt schon ab und sage euch weshalb und was mich daran stört und wie mein Fazit ist. Und ja, ich habe alle anderen Nägel schon neu gemacht. Wundert euch bitte nicht, ich habe aktuell so eine trockene Nagelhaut. Und da ich so wenig Nagelhaut habe, hier habe ich mich verletzt beim Kochen. Da habe ich mich geschnitten. Aber auch hier kann man sehen, dass ich mich irgendwie ja ein bisschen wund gefeilt habe. Obwohl die Feile wirklich entgratet war. Also das hier nicht. Aber hier zum Beispiel und da. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist die momentan super gereizt und egal wie ich da dran komme, es tut alles irgendwie weh. Selbst bei dem hier, den ich nicht befeilt habe, tut es unheimlich weh. Ich muss es wieder regelmäßig ölen und eincremen. Meine Hände sind auch recht trocken. Ich denke, es liegt einfach an der Jahreszeit. Deswegen bitte daran nicht stören. So, ich zoome euch einmal ein bisschen ran. Den Finger habe ich für euch übrig gelassen. Es hält bei mir sehr, sehr gut. Ich habe damit keine Probleme. Ich habe sie nach kürzester Zeit natürlich gekürzt, weil ich mit der Länge nicht ganz so klar gekommen bin. Ich wollte aber einfach mal für ein Video ein bisschen längere machen und da hat sich das echt angeboten. Ich fand sie teilweise ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen unstabil. Aber ich glaube, das hat einfach dieses Ungewohnte der Länge gemacht. Ich hatte immer irgendwie Angst, dass ich da dran komme, das abbreche oder was auch immer. Aber ich denke, das lag halt an mir selber. Was ich bei den Tipps nicht so gut finde und warum ich sie jetzt auch schon abmache, ist einfach, ich knibbel da dran. Also ich hier hinten hat man ja so eine leichte Kante von den Tipps. Ich versuche euch das mal so ein bisschen zu zeigen. Also man hat ja hinten so eine Kante. Ist ja auch logisch. Das Ganze ist ja auch hinten an der Kante so ein bisschen dicker als normal. Und das ist mein Problem. Also ich gehe wirklich immer ran. Ich merke das gar nicht unbewusst. Gehe ich dann ran und gehe hier so und knibbel an den Seiten. Und damit habe ich mir einen auch schon gelöst, weil da war so ein Mini-Lifting gewesen. Und dann piddel ich und piddel und piddel. Und es sieht dann nachher einfach nicht mehr schön aus. Und ich merke halt, wie ich immer wieder da dran bin. Ich bin immer wieder an den Nägeln dran. Und das stört mich halt total. Oh, hier alles trocken. Seht ihr das? Ganz schlimm. Ja, und das ist eine Sache, warum ich die Clique-Tipps nicht gut finde. Also diese Kante, die hier entsteht, was ja auch logisch ist bei den Clique-Tipps oder Press-On-Nails, die stört mich halt einfach tierisch. Und deswegen ist es nicht so das System für mich. Ich werde es jetzt heute abmachen, nehme euch dabei mit, erkläre ich auch, wie man das Ganze auffüllt. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir auch direkt schon los. Als erstes ist es so, dass man natürlich den Tipp irgendwie runterbekommen muss, selbst wenn das Ganze, also es gibt Leute, es gibt unterschiedliche Varianten, jeder macht es irgendwie anders. Manche füllen auf, indem sie einfach nur das Design runterholen und hinten am Übergang dann den Naturnagel befeilen, sozusagen die Nagelhaut entfernen und dann mit etwas Gel dort ansetzen und einfach über den Tipp, der dann ein bisschen rausgewachsen ist, drüber arbeiten und damit ein Refill machen. Ich denke, dass das ganz gut klappt, wenn man keine Liftings hat. Wenn man jedoch Liftings hier drunter hat, was bei der Methode, denke ich, viel, viel öfter vorkommen kann als bei normalen Nägeln, dann sollte man, glaube ich, eher einfach das Ganze komplett runter machen und es neu machen, weil diese Liftings auszugleichen und damit Gel, also diese wegzumachen, damit Gel wieder auszugleichen, ich glaube, das dauert einfach viel zu lange. Die meisten machen es wirklich so, dass sie es einfach komplett abtragen und die Clique-Tipps wieder neu draufkleben, damit im Nachhinein die Form auch wieder richtig schön ist, denn natürlich, wenn der Nagel rauswächst, verändert sich die Form des Tipps und wenn man die Clique-Tipps natürlich drauf macht, haben die natürlich eine richtig, richtig schöne Form. Deswegen muss man halt schauen, wie man das am besten findet. Das zum Refill. Runterholen muss man sie, indem man sie runterschleift. Ich habe sie ja mit Gel festgemacht. Gel löst sich nicht mit diesem Aceton-Remover, deswegen brauche ich damit gar nicht starten. Ich werde jetzt erst einmal die Farbe runterholen, so dass ich bis auf den Tipp arbeite. Den Tipp kann man runterholen oder auch die Farbe mit einer Schleifkappe. Das Problem ist, diese Schleifkappen kennt ihr. Ich versuche euch ein Foto einzublenden, denn ich habe keine hier. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwie was anderes überlegen, wie ich das Ganze runterhole. Weil, ich sag euch auch warum, wenn man das Ganze mit dem Fräser, ich habe den eben noch benutzt, deswegen ist er so staubig. Wenn man das Ganze mit dem Fräserbit runterholt, da macht man sich einfach die Fräserbit so ein bisschen kaputt. Weil dieses Plastik einfach eine andere Konsistenz hat als das Gel, was ihr runterholt. Das sieht man allein schon, wenn man drüber geht, dass sich dann nicht so Staubpartikelchen lösen, sondern so eine Art dicke Gummischicht sozusagen. Das kann man ganz schlecht beschreiben. Und damit macht ihr euch einfach die Bits kaputt. Und so ein Bit kostet alleine schon mal 35 Euro.
Euro, wenn ihr euch einen guten kauft. Und das ist einfach super, super schade. Diese Bits haben so ganz kleine Zähnchen, hier würde ich das so nennen. Und die werden dadurch ganz schnell, also der ist jetzt nicht direkt kaputt, wenn ihr 5 Finger runterfallt mit den Tipps, aber er nutzt sich einfach viel, viel schneller ab. Und deswegen möchte ich das Ganze einfach vermeiden, weil dafür ist mir mein Geld einfach zu schade. Ja, ich habe keine Schleifkappen hier. Wenn ihr welche habt, perfekt, weil die kann man ja auch schnell wechseln und die nutzen sich ja so oder so ab. Deswegen ist das perfekt dafür. Ich werde es jetzt so machen, ich werde mir das Design runterholen, ein bisschen auf dem Tipp arbeiten und den Tipp werde ich mir dann einfach mit dem Aceton-Remover lösen. Das hat bei den anderen ganz gut geklappt und das zeige ich euch jetzt gleich. Das perfekte Beispiel, was ich meine mit diesen Gelfetzen sozusagen. Also Gel lässt sich ja in so Pulverform abtragen und das hier zum Beispiel, weil ich den Tipp gekürzt habe, das ist halt so das Ergebnis, was ihr erzielt, wenn ihr den Tipp komplett runterholt. Also das sind diese kompletten Gel, Plastikstückchen und ja, die würden sich sonst in dem Bit festsetzen und den Bit so ein bisschen kaputt machen. So, ihr seht schon, ich habe hier oben ein Lifting und ich denke, das kommt, weil ich halt die ganze Zeit immer wieder da so rumgeknibbelt habe. Vor allen Dingen die Nägel, die ich vorher drauf hatte, waren vorne nicht ganz so dick an der Spitze, sondern richtig dünn. Also diese Clicketips und daher kam man hier wirklich sehr gut runter und ja, das müsste man jetzt quasi komplett wegfräsen, um dann wieder aufzufüllen. Hier hinten hat sich auch minimal gelöst, ja, deswegen, also ich habe sonst eigentlich nie Probleme mit Liftings, aber hier habe ich auf beiden Seiten Liftings und ja, das heißt, ich muss das Ganze auf jeden Fall komplett runterholen. Jetzt benutze ich, muss mal aufstehen, meinen Soak-Off-Remover, den hier, und die Remover-Wraps. Da werde ich aber auch noch ein Stückchen Wattepad nehmen, weil, das habe ich bei Lini gelernt, das nimmt ganz logisch viel mehr von dem Soak-Off-Remover auf und daher, ja, kann man das viel besser damit einweichen. So, wurde ich kurz ein bisschen abgelenkt von meinem Handy. Jetzt nehme ich mir einen raus, habe mir das hier so, den Wattepad so doppelt gelegt, also so ein Stückchen, lege mir das hier drauf und ich muss aber ehrlich sagen, wenn Lini, wenn du das guckst, der Soak-Off-Remover hat eine echt riesen Öffnung. Ist ein bisschen blöd, das zu dosieren. Ich hoffe, die neuen Soak-Off-Remover haben das irgendwann nicht mehr. Weil ich habe immer das Problem, dass mir das hier komplett drüber läuft. Deswegen versuche ich das immer so ganz vorsichtig zu dosieren. So, richtig schön tränken. Da seht ihr, es ist schon wieder ein bisschen zu viel gewesen. Und dann wird der Finger da einfach draufgelegt, sodass der ganze Finger mit diesem... Oh, da lief jetzt die Suppe raus. Der ganze Finger mit diesem Wattepad bedeckt ist. Dann klappe ich das Ganze zu. Und lasse das jetzt ungefähr 15 Minuten einwirken. Da muss man aufpassen, dass das Ganze nicht oben raus suppt. Ja, lecker. Ach ja, Vorführeffekt. Und ja, lasse das 15 Minuten einwirken, denn dann ist der Tipp angeweicht. Dann kann man den so ein bisschen runterschieben und mit der normalen Feile auch entfernen. Und danach kann ich dann das restliche Gel, dieses Clicket-Gel, was drunter ist, kann ich dann mit dem Fräser entfernen. Das ist überhaupt kein Problem, weil das nicht großartig von diesem Remover angegriffen wird. Und daher habe ich jetzt quasi so eine Zwischenlösung gefunden, meinen Tipp runterzuholen. Am besten ist es natürlich, wenn man Schleifkappen habt, aber wenn ihr die nicht habt, dann solltet ihr es so machen. So, das Ganze ist jetzt gute 15 Minuten eingeweicht. Ich ziehe das jetzt mal ab. Und wenn alles gut geklappt hat, genau, kann man den Tipp hier wunderbar runterlösen. Das könnt ihr richtig gut sehen, wie das hier so klebt. Brauche ich nur eine Zellette. Und dann kann man das Ganze hier so runterschieben. Hier oben ist gar nicht mehr viel vom Tipp drauf, merke ich gerade. Habe ich anscheinend doch ein bisschen mehr runtergefräst, als ich wollte. Und so kann man den Tipp auf jeden Fall schon mal gut lösen. Ist jetzt nicht die perfekte Lösung und auch nicht so gedacht wahrscheinlich. Aber ich möchte mir halt meinen Bit nicht versauen, deswegen mache ich es einfach so. Ist jetzt nicht die professionellste Lösung, aber soll ich euch was sagen? Das ist mir ehrlich gesagt egal, denn manchmal sitzt man zu Hause und überlegt sich, wie kann ich das machen? Ich habe die Sachen gar nicht von denen und
Ja, da muss man einfach manchmal kreativ sein. So, das war jetzt alles von dem Tipp, soweit ich das sehen kann. Noch mal ein bisschen hier so in die Ränder gehen. Und jetzt, was da übrig geblieben ist, ist eigentlich nur noch das Gel. Hier vorne kann man den Tipp dann auch, weil er so weich ist, so ein bisschen umknicken. Da passiert auch nichts. So, und damit ich mir jetzt mein Bit immer noch nicht versaue, weil da könnten immer noch so ein paar Reste sein, werde ich das Ganze mit der Feile so ein bisschen runterholen, bis ich so das Gefühl habe, okay, jetzt treffe ich wieder auf Gel. Und sobald ich das Gefühl habe, okay, der Tipp ist komplett weg und ich treffe nur noch auf Gel, nehme ich wieder mein Bit und hole mir das Material runter. Theoretisch müsstet ihr das nicht. Ihr könntet jetzt einen Refill machen mit normalem Gel oder wenn ihr halt wieder Clique-Tipps benutzen wollt, solltet ihr, ah, hier ist meine Seitenlinie ein bisschen ruiniert, solltet ihr noch etwas von dem Gel runterholen, weil sonst habt ihr nachher so einen ganz dicken Nagel und so viel braucht man davon ja gar nicht. Und ja, ich werde mir das jetzt komplett runterholen. Mit dem Preiser-Bit zeige ich euch das Ganze nochmal kurz und mir danach eine neue Modellage machen. Ihr könnt sehen, dem Nagel ist nichts passiert. Es ist jetzt noch eine ganz, ganz minimale Schicht drauf. Wie gesagt, ich hätte es auch nicht komplett entfernen müssen, aber ich möchte jetzt gerne mit Covergel weiterarbeiten und da will ich nicht so viel von dem alten Gel drauf haben, weil das Covergel halt schon etwas dicker sein soll. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die Nägel gemacht habe, ich werde es euch erzählen. Ich werde es euch jetzt nicht in dem Video zeigen. Das sollte wirklich sehr, sehr kurz sein. Aber ihr könnt sehen, dieses Design ist halt wirklich sehr, sehr nude, aber mit so einem leichten Schimmer. Und ich habe es einfach so gemacht. Ich habe den Nagel verlängert, habe mit dem Base angefangen. Danach habe ich, ups, mit dem Cover Extender Aufbaugel Make-up weitergemacht. Das kann man auch pinchen. Super für den Aufbau geeignet. Ist recht standfest, wie ihr sehen könnt. Das ist hier von Linie. Es sieht sehr, sehr dunkel aus, aber es hat wirklich einen guten Farbton, wie ich finde. So ein bisschen rötlich, aber ich finde, es passt. Und dann habe ich einfach noch das Camouflage Glitter Pink genommen. Das habe ich euch letztens bei Instagram gezeigt. Das hat so eine richtig tolle Konsistenz. Ein bisschen flüssiger und hat diese Glitzerpartikelchen drin. Ich zeige es euch mal. Hier. Also super. Super schön, super cremig. Kann man jetzt für den Aufbau benutzen, aber eher bei kürzeren Nägeln, bei längeren Nägeln sollte man es jetzt nicht so um. Also bei so einer Länge würde ich es jetzt nicht für den Aufbau benutzen, weil es halt auch nicht so gut pinchbar ist, denke ich mal. Und ja, ich habe dann einfach zwei Schichten davon über den befeilten Aufbau aufgetragen, das Ganze aushärten lassen, nur noch versiegelt und dann waren die Nägel auch schon fertig. Also wirklich ganz, ganz simpel. Und da werde ich halt noch ein separates Video zu drehen. Da geht es halt um Gelnägel von A bis Z, soll das heißen. Das heißt quasi, wie man, ich wollte nochmal komplett zeigen, wie man Nägel von A bis Z sozusagen macht mit einem ganz schlichten Design. Und ja, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, Clique-Tipps würde ich noch benutzen, aber eher dafür, um schöne Designs zu machen und die dann einfach für einen Tag oder so auf den Nagel aufzubringen, um schöne Fotos zu machen für Instagram zum Beispiel. Dann kann man einfach Nagelöl unten drunter auftragen und fährt dann mit dem Clique-It-System weiter fort. Und dann kann man die quasi so noch ein bisschen ruckeln am nächsten Tag und dann sind die wieder ab. Das ist auch nicht so schlimm für den Naturnagel. Und dafür würde ich sie, denke ich, verwenden. Oder wenn es wirklich mal ganz, ganz schnell gehen muss und ich gar keine Zeit habe. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.